Okay. Fail. Well. Mein Gott, ey. Kennt ihr diese Videos, wo die dann die Haare voll abbrechen? Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, mal wieder vor meiner Hintergrundwand. Das hat jetzt auch schon Jahre nicht mehr stattgefunden gefühlt. Ja Leute, heute ist, ihr habt es bestimmt schon den Titel entnommen, ein Welleneisen im Test. Das ist noch verschlossen. Ich habe es mir einmal kurz angeschaut, aber auch irgendwie noch nicht getestet oder so. Also das wird jetzt das erste Mal mit euch sein. Ja, ich habe mir das bestellt. Wir werden es gleich zusammen auspacken, weil man kann schon so sagen, dass ich eigentlich zu dem Teil der Menschheit gehöre, die zu dumm sind, sich Locken mit einem Glätteisen oder sogar Lockenstab zu machen. Ich bekomme es nicht hin. Ich bekomme es nicht hin. Bei mir werden die Locken nicht schön. Und das, ich glaube, da kann man nichts falsch machen damit. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Laura. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Und yes, ich liebe Testvideos. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon saulange kein Testvideo mehr gedreht, weil ich ja die ganze Zeit in Marokko war. Und ja, hier in Deutschland kann ich wieder sehr viel testen. Deswegen fangen wir jetzt an mit diesem Welleneisen. Ja, wir packen das Ganze mal aus. Also ihr müsst wissen, das Ganze hat 20 Euro gekostet. Ich glaube sogar ein bisschen weniger. 18 irgendwas oder so. Und es ist einfach wirklich pink, ne? Es ist einfach wirklich pink. I don't know why, aber es ist pink. Muss man das jetzt eigentlich, bevor man das anschließt, irgendwie noch abwaschen oder so? Ich bin ja hier Experte vor Ort, wirklich. Okay, das ist das Welleneisen. Was ich wichtig finde, ist, dass das Kabel auch lang genug ist. Und das ist es. Erstmal hier aufmache. Was ist das denn? Oh, das riecht voll so nach. Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall war da noch so ein, weiß ich nicht, was das ist, dabei. Das ist, glaube ich, warte, wir machen es mal auf. Oh geil, das ist ein Turban. Oh yeah, mega. Oh, da kann ich meine Haare reinpacken, wenn die noch nass sind nach dem Waschen. Ja, geil. Ja, cool. Das war sogar ein Preis dann inklusive. Okay. Also kommen wir hier erstmal zu diesem Well. Mein Gott, ey. Okay, erstmal zu diesem Wellenteil. Das sieht so aus. Ich denke, sieht das eigentlich, also fühlt sich auch mega hochwertig an, muss ich sagen. Und das kann man dann halt hier runterdrücken und dann quasi die Haare da reinklemmen. Ja, also ich denke, das ist, glaube ich, die einfachste Anwendung von allen Haargeräten. Und sieht auch noch so cool aus, ne? Pinky. Ja, das werden wir jetzt mal versuchen. Ich habe keinen Plan. Also da gibt es auf jeden Fall einen Anknopf. Da gibt es einen Knopf zum Wärmermachen und zum Kältermachen. Leute, wirklich, wünscht mir Glück, dass meine Haare gleich nicht verbrennen oder dass die irgendwie abfallen. Kennt ihr diese Videos, wo die dann die Haare voll abbrechen? Okay, dann würde ich mal sagen, nee, wartet mal. Ich bin überfordert. Wir teilen, glaube ich, erstmal meine Haare ab. Okay, dann teilen wir mal meine Haare ab. Nehme ich hier mal den Tangle-Teaser. Wie teilt man Haare ab? Ich glaube, ich nehme einfach mal hier ein Stück nach oben und da einfach. Frag mich nicht. Ich habe hier auch echt viel Haar. Hier muss man auch echt viel abtrennen. Okay, obere Schicht, weil ich auch so viele Schichten habe, ist abgetrennt. Jetzt holen wir nochmal kurz meine Bürste. Was ich auch voll cool finde, habe ich gerade entdeckt. Das kann man halt, also man muss es nicht auf den Boden legen und irgendwas verbrennt oder irgendwo hin auf den Schrank, sondern man hat hier quasi so einen, Ständer, mit dem man das dann auf den Tisch stellen kann. Das finde ich auch cool. Okay, Leute, wir stecken das Ganze jetzt mal in die Steckdose. Gott, Alter, soll ich das echt machen? Meine Haare! Oh mein Gott. Okay. Es ist an. Off. 180 Grad. Denkt ihr, das ist zu wenig? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon mal sowas getestet habt. Es erhitzt sich. 71, 72, 73. Es geht auf jeden Fall hoch, die Hitze. 80. Oh Gott. Ja, Leute, jetzt sind wir bei 160 Grad. Ist das zu viel? Ich tue da jetzt einfach mal eine Strähne rein, ja? Ich verbrenne mich bestimmt. Okay. Also die Handhabung ist sehr gut, muss ich sagen. Fuck, ey, also ich verbrenne mich hier noch vor Kamera. Okay. Warten wir kurz. Keine Ahnung, ich glaube, ich warte so 10 Sekunden einfach. Okay.
Fail. Ich glaube, ich muss es noch stärker stellen, also noch heißer. Ich habe nämlich gehört, dass wenn man das Glätteisen halt nicht so hoch von der Temperatur stellt, dass die Wellen dann irgendwie nicht so schön werden. Also man sieht auf jeden Fall mal was. Nehmen wir uns nochmal die Strähne. Die Strähne ist aber auch nicht zu dick, oder? Oh! It looks good. Vielleicht sollte ich das weiter unten ansetzen, weil sonst habe ich da unten so eine gerade Strähne. Oder Moment. Leute, ich habe mir jetzt mal hier einen Spiegel ganz kurz hergeholt. Wäre auch schlau, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte. Und, oh ja. Okay, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Es ist jetzt bei 190 Grad. Und mit Spiegel, denke ich, geht es ein bisschen leichter. Okay. Versuchen wir es nochmal. Und ich setze das dann am besten nochmal hier unten an, damit hier nicht so eine gerade Fläche noch ist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal mit einer Strähne. Ich habe es jetzt nochmal auf 200 Grad hochgestellt. Und eine Strähne auf der anderen Seite. Man sieht auf jeden Fall Wellen, würde ich sagen. Aber irgendwie ist das mir noch zu schwach. Also ich muss sagen, die Strähne ist auch mega gut da drin. Ah, jetzt habe ich fast verbrannt. Eingeklemmt. Oh yes, okay, okay. Ich habe es jetzt hier ein bisschen länger drin gelassen. Oh, das sieht doch mal geil aus. Hey, geil. Und Leute, falls ihr mich noch nicht kennt, also ich trage eigentlich nie Locken, wie gesagt, weil ich es nicht hinbekomme, ne? Und das wäre jetzt ja voll das Wunder. Oh, cool. Leute, ich verlinke euch übrigens mal, oh doch, das sieht cool aus, das gefällt mir. Es ist so voll, als wäre, es sind einfach so Beachwaves, als hätte man die Haare geflochten und dann aufgemacht. Nur schöner, weil bei mir sieht es immer normalerweise nie schön aus. Ja, und ich verlinke euch das Gerät, der Gerät mal unten rein in die Infobox. Oh, okay Leute, die Welle ist geil geworden. Die Welle ist geil geworden. Wenn es dampft, bekomme ich immer ein bisschen Angst übrigens, ne? Ja, Leute, ich habe jetzt beschlossen, dass ich, oh Gott, das ist heiß, die Locken so ein bisschen immer nach oben halte, damit die ein bisschen auskühlen können. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh yes, ja, 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 ihr seht's. Okay, da halte ich die ein bisschen nach oben. Aber Leute, es dauert länger als ich dachte irgendwie. Ich dachte, die Haare stecken wir da kurz rein, dann wird es heiß und dann hat man schon die perfekten Wellen. Aber ja, ich glaube, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, muss man das schon ein bisschen länger da drin lassen. Aber, ah, warte, ich wollte euch noch was sagen. Ich habe übrigens vorher einen Hitzeschutz benutzt, und zwar so einen von Balea, nach dem Haarewaschen. Genau, ich glaube, das ist auch wichtig. Oh, wie ich hier hänge. Leute, sorry, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ich muss kurz den Akku aufladen. Also das ist bis jetzt das Zwischenergebnis. Die Seite hier, das ist die ganze obere Hälfte, die habe ich noch nicht gelockt. Aber die Seite habe ich jetzt gerade gelockt, also die obere Seite. Und ich finde es mega cool. Also ihr seht es hier. Ich habe jetzt hier so ein paar Stufen drin und ich finde es eigentlich ganz cool aus. Ist mal eine andere Frisur. Ja, und jetzt machen wir dann mal noch zusammen diese Seite hier. Also ich muss sagen, ich bekomme das irgendwie auf dieser Seite nicht so gut hin. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das komplizierter hier.
used to wanna grow older, travel with sight in these rhymes. So they realize that she got me out of my mind. I'm trying to kick these nerves to grab hold to the microphone. Got them nodding along. Maybe she'll save the world for me. Maybe she'll right my wrongs if I'm coming on too strong. Oh well, only way to tell is by saying just how I feel, and that's real. Oh, ich krieg einen Krampf im Daumen. Au! Scheiße. Das Ding wird jetzt ausgeschalten. Off. Okay, Leute. Das ist jetzt so mit das Endergebnis. Ich könnte jetzt auch noch den Scheitel irgendwie anders ziehen. Also vielleicht, keine Ahnung, Seitenscheitel oder so. Ich denke, das sieht da noch ein bisschen cooler aus. Ich weiß nicht. Oder, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir kämmen das Ganze jetzt mal, glaube ich, ein bisschen durch. Aber nur so ganz, ganz leicht. Ich weiß nicht, wie es von hinten aussieht. Wir können es uns ja mal anschauen. So sieht's aus. Gut oder schlecht, werde ich ja dann sehen, wenn ich das Video schneide. Aber ich glaube, ich muss mich mal meinem Handy anschauen, ich glaube, ich bin aber ganz zufrieden. Wow. Sehr ungewohnt auf jeden Fall. Cool. Also Leute, ich glaube, wenn man das jetzt so zum ersten Mal macht, ich glaube, man braucht für alles erstmal so ein bisschen Übung. Also ich habe jetzt auch kein Styling-Produkt oder so drin, also da hätte man jetzt halt noch, wie heißt es denn? Da hätte man jetzt halt noch Haarspray oder so reinmachen können, das mache ich glaube ich mal gleich noch, aber so, sonst finde ich es sau gut. Also für so ein 20, fast 20 Euro Welleneisen. So Leute, ich habe mir jetzt einen Seitenscheitel noch gezogen und habe gerade meine Mutter gefragt, wie die das findet. Die hat gemeint, Laura, du hast dreimal so viel Haare. Ich so, ja, geil, Ziel erfüllt. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich finde es sau schön. Ich habe jetzt ein bisschen Haarspray, wie gesagt, noch reingemacht und das noch so ein bisschen hochgepackt hier, was weiß ich. Es gibt mir auf jeden Fall wirklich viel Volumen und ich glaube, dass ich die Frisur in nächster Zeit ein bisschen öfter machen werde. Ja. Wie gesagt, Leute, ich bin noch kein großes Talent in sowas. Ich habe euch ja gesagt, dass ich noch nicht mal einen Lock mit dem Lockenstab eigentlich hinbekomme. Aber sieht gut aus. Also ich mag das voll gerne irgendwie. Ja, der Lockenstab kühlt jetzt hier gerade ab. Ihr seht es off. Vielleicht soll ich auch mal den Stecker rausmachen. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Nicht zu krasse Locken, weil es halt auch nur ein Welleneisen ist. Das gibt ja Sinn. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass dieses 20-Euro-Gerät etwas gebracht hat. Habt ihr schon mal so ein Welleneisen ausprobiert? Also ich sehe das ja momentan, wie gesagt, überall auf Instagram und so. Und ja, ich find's cool. Ich fühle mich irgendwie gerade wie so ein anderer Mensch. Kennt ihr das, wenn ihr euch dann die ganze Zeit so anschauen müsst? Ja, Leute, das war's. Ich habe das Welleneisen getestet und bin sehr happy. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video und da könnt ihr mich abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss. Danke, dass ihr euch das Testvideo angeschaut habt.